Hallöchen, ihr Lieben, hier bei Gran Turismo 7. Heute zeige ich euch mal den Honda Civic Typ R und fahre mit ihm zwei Rennen. Ja, getuned ist er auf der untersten Stufe, Sport und ja, gibt natürlich noch viel mehr zu tunen. Aber wie ihr seht, alles teuer. Daher muss die unterste Stufe erstmal ausreichen. Ich glaube, wir gehen heute mal nach Europa, ins schöne Europa. Und die Schweiz hört sich gut an. Dann fahren wir hier mal den Deep Forest am frühen Morgen. Beim zweiten Rennen würde ich einfach mal Mittel versuchen. Auch wenn ich glaube, dass er dafür nicht hier genug Power hat. Aber ein bisschen Spaß muss sein. Und schon geht's los hier. Ich habe für mich auch die Schwierigkeit ein bisschen erhöht. Also die Gegner sind ein bisschen stärker. Und auch die Ideallinie ist hier weg. So wie die Bremskennzeichnung. Mal gucken, nach dem Fiat 500 und dem Volkswagen ist das hier natürlich schon ein ganz anderes Fahrgefühl. Direkt vor wie so ein Mega-Flitzer. Also jetzt im Verhältnis, ne? Darf man natürlich nicht vergessen. Sehr schön. Bin ja immer noch wahnsinnig begeistert von dieser Grafik. Sieht schon mega geil aus. In der zweiten Runde werde ich auch die Ansicht mal wieder wechseln, zumindest mal zeitweise. Ja, der fährt sich ganz gut. Also ohne groß Gezicke, geht gut in den Kurven. Drehen oder sowas. Oh, ich bin ja schon in der zweiten Runde. Bin gar nicht aufgefallen. Dann wechseln wir mal. So ist ja nicht so interessant. Das ist ja mehr oder weniger das gleiche wie beim letzten Mal. Mit Ganzansicht bin ich früher immer gefahren. Jetzt kriege ich gar nicht mehr hin. Also nur sehr schwierig. Und das hier geht eigentlich noch. Mal so ein bisschen von innen. Ihr könnt mir gerne mal sagen, wie ihr das mit den Replays haben möchtet. Also ich werde hier beim ersten Rennen jetzt erstmal keins machen, dafür dann beim zweiten Rennen nochmal. Schaut ihr euch die Replays gerne an oder nicht? Zu weit. Möchtet ihr die sehen? Geil gemacht sind sie auf jeden Fall. Auch mit Musik ist ganz cool gemacht.
Wobei ich die leider nicht aufzeichnen kann, weil dann gibt es direkt wieder Urheberrechtsverletzung. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, hier mal kurz den Start im Replay. Und so die ersten 2-3 Kurven. Die Farbe finde ich cool. Passt irgendwie zu dem Auto. Sehr schön. Dann gleich mal zum zweiten Rennen. Ich zeige euch mal noch, wie es jetzt mit den Fahrzeugeinstellungen aussieht. Was nehmen wir noch? Nehmen wir mal den Nürburgring. Warum nicht? Okay. Jetzt wechseln wir mal das Dämmerlicht. Okay, den fahre ich. Finde ich eine krasse Strecke. So, hier zu den Fahrzeugeinstellungen. Na, also ist ja nichts gemacht, außer die Tuning-Teile angebaut. Mehr geht hier auf Stufe 1 eigentlich nicht. Aber damit ihr mal die Daten von dem Honda habt. Also bei Gran Turismo Sport bin ich hier immer gefallen wie eine Sau. Strecke wie auf der Strecke. Aber der hat auch ein paar fiese Kurven. Eigentlich ist es zu schnell. Ich hätte vielleicht auf Mittel fahren sollen. Naja. Mal schauen. An sich will ich alle Autos mal so durchfahren. Der sieht ja schon wieder cool aus. Okay, also viel zu schnell erster. Das kriegen wir spannender hin. Ich bin jetzt einfach mal mutig und fahre so. Von der Ansicht her ist das natürlich viel geiler, muss ich sagen. Aber doch auch ein bisschen schwieriger zu fahren. Jetzt wollte ich hier, wo wollte ich denn da jetzt hin? Ich habe die Strecke verloren. Das war jetzt gerade irgendwie eine bisschen merkwürdige Ecke. Seht ihr das? Es fängt an zu regnen. Also zumindest mal ein bisschen zu tröpfeln. Natürlich cool, dass das auch in den Arcade-Rennen kommt. Wo man ja soweit eigentlich nicht wirklich was mit Wetter einstellen kann.
Also das hat sich nicht geändert. Ich fahre immer noch gerne in der Strecke. Stellenweise zumindest. Wie der Seijockel immer so gerne sagt. Wer bremst, verliert. Und mit dem Fiat 500 würde ich für die Strecke eine Viertelstunde brauchen oder so. Auf jeden Fall Spaß, von der Civic hier zu fahren. Vielleicht noch so eine. Mit einer Schräglage. Doch mal mit dir fahren sollen. Das ist ein Gewesen. Das ist spannender zumindest. War es immer ein bisschen schwer abzuschätzen, gerade hier bei den, ja, ich nenne es mal Anfangsautos. Wer dafür was geeignet ist. Muss das gerade bei den Arcade-Rennen, also bei den normalen Rennen oder bei den, diesen, wie soll ich sagen,
Ligarennen, wie sie im aus Gran Turismo Sport sind, die gibt es ja hier auch noch ein bisschen anders verteilt. Und man geht halt nicht so direkt auf Liga. Da ist ja immer angegeben im LP, was da so empfohlen wird, also die empfohlene Stärke. Das habe ich jetzt hier beim Arcade-Rennen noch nicht gesehen. Jetzt geht es langsam Richtung Ziel. Interessant. Ganz schön steuern, jetzt hat sich gesagt, glaube ich. Hinten raus ganz schön staubig aus. So, jetzt kommt gleich noch eine fiese Kurve. Eigentlich ist die auch nur fies, weil es hier so schnell ist. Ja, geht. Fand ich Rosina. Muss ich jetzt hier nicht abbiegen? Nee. Geradeaus. Es gibt noch eine Strecke. Da musst du hier abbiegen. War ich kurz verwirrt. Sehr schön. Fehlerfreies Händen. Wie immer an der Stelle sage ich vielen Dank fürs Schauen. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an dem Gänsenrennen, so wie ich auch. Wenn es euch etwas gefallen hat, oder noch besser, wenn es euch mehr als etwas gefallen hat, abonniert uns doch. Wir würden uns freuen. Motiviert uns natürlich auch in Zukunft mehr Videos zu bringen oder hier noch mehr Rennen zu fahren. Genau. Genießt das Replay. Also auch wenn ich sehr schnell erstmal war, war es doch sehr schön zu fahren. Finde ich schon. War schon nice. So, jetzt höre ich auf, euch voll zu labern. Genießt einfach das Replay.